Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch das neue Album von Soteria, Hallo Leben. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja Freunde, das Album Hallo Leben ist am Freitag, den 19. Oktober erschienen. Ich habe mir die Box auf Amazon bestellt, da kostet sie zurzeit um die 27 Euro. Den Link zur Box und zur CD, den findet ihr natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf und gönnt euch das Album oder die Box. Ja, Freunde, zu Soteria. Ich denke mal, einige von euch werden sie vielleicht schon kennen. Oder ihr kennt sie vielleicht noch unter ihrem anderen Namen. Denn sie hat früher unter dem Namen Eisblume sehr erfolgreich Musik gemacht. Ist dann einige Zeit in musikalische Pause gegangen. Und ist jetzt zurück mit ihrem neuen Album und mit ihrem neuen Namen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das Album, denn ich habe ja schon die beiden Single-Auskopplungen Hallo Leben mit Unheilig und Ein Licht für dich angehört. Wirklich zwei sehr schöne Songs haben mir persönlich wirklich richtig gut gefallen. Deswegen bin ich, wie gesagt, wirklich sehr gespannt auf das Album. Aber ich bin natürlich jetzt auch auf die Boxinhalte gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus. In der Zeit, Freunde, während ich die Folie entferne, schreibt mir doch gerne irgendwas Nettes in die Kommentare. Sei es zur Künstlerin, sei es zu mir oder je nachdem, was euch gerade so einfällt. Und Freunde, heute habe ich wieder einen neuen Auftrag für euch. Ich möchte bitte mindestens 15 Mal Hashtag Hallo Leben unten in den Kommentaren lesen. Also, los geht's. Ich entferne dabei schon mal die Folie. So, die Folie ist ab. Wir schauen uns den Aufkleber an, der vorne ist noch auf der Folie draufklebt, denn hier sind die Inhalte aufgelistet. Limitierte Fanbox inklusive Unheilig Demo CD mit 12 unveröffentlichten Originalsongs plus Poster und Postkarten. Okay, das sind die Inhalte der Box. Jetzt schauen wir uns das Boxdesign an. Wir haben hier eine relativ kleine, flache Box, also im Gegensatz zu diesen Standard-Deluxe-Boxen. Dann haben wir vorne auf dem Cover das Logo drauf. Dann lesen wir Soteria und darunter lesen wir den Albumtitel Hallo Leben. Im Hintergrund, Freunde, sehen wir so eine Berglandschaft mit Nebel und hier oben so ein bisschen Sternenhimmel. Ich hoffe, man sieht das richtig gut. Wirklich sehr schön. Auf der Unterseite ist nichts zu sehen. Auf der rechten Seite lesen wir den Albumtitel Hallo Leben. Auf der Oberseite ist nichts zu sehen. Und auf der linken Seite sehen wir nochmal das Logo, den Interpretennamen und den Titel des Albums. Auf der Rückseite sind die Songs des Hauptalbums aufgelistet, die haben insgesamt 17 Songs und auf der Demo-CD sind 12 Songs drauf. Der Barcode ist hier unten auch drauf zu finden. Okay, die Songs schauen wir uns dann nochmal einzeln auf der CD an. Gut, ich würde sagen, Freunde, dann schauen wir mal rein in die Box. Als erstes kommt uns das Album entgegen. Hier sehen wir jetzt auch gleich die Interpretin, eine wirklich bildhübsche Frau, das muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen. Dann lesen wir oben Die Erbin des Grafen, das Debütalbum mit allen Duetten Hallo Leben und mit dir, mit Unheilig, Soteria, Hallo Leben. Okay, packen wir das Ganze mal aus. Und dann schauen wir uns die Songs nochmal an. Insgesamt hat das Album 17 Songs. Wie gesagt, Hallo Leben ist bisher veröffentlicht und Ein Licht für dich. Zumindest die beiden Videos habe ich mir angeschaut und angehört. Wirklich sehr schöne Songs, Freunde, auf jeden Fall. Okay, bin ich sehr gespannt. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Okay, schauen wir mal rein. Da haben wir als erstes die CD. Und jetzt schauen wir ins Booklet rein. Willkommen in meinem Leben, es wäre schön, wenn du bleibst. Hier das Schlüsselloch gespannt. Okay. Ah, sehr schön, das gefällt mir schon mal, Freunde. Wir haben die Songtexte drin. Das muss einfach in Booklet rein, da kann man einfach immer mit singen, wenn man die, vielleicht noch nicht ganz so textsicher ist, dann kann man hier jederzeit nachschauen. Das ist sehr gut, so muss es sein. Und außerdem haben wir noch ein paar Bilder drin, der wirklich sehr, sehr hübschen Interpretin, das sagte ich vorhin ja schon. Ja,
Also wirklich äußerst, äußerst nett. An dieser Stelle bitte, Freunde, Hashtag äußerst nett in die Kommentare schreiben. Ich würde gern unbesiegbar sein. Oh, das ist ein schönes Bild. Oh, das gefällt mir, diesen Luftballons und in diesen Säulen hier. Das sieht wirklich richtig gut aus. Okay, also wirklich sehr schönes Booklet, sehr schön gemacht. Wie gesagt, die Songtexte mit drin und wirklich sehr schöne Bilder. So gefällt mir das. Liebe und heilig Fans. Okay, jetzt gibt es hier nochmal eine Danksagung. Also lest es euch durch, haltet es euch einfach an. Danke hier nochmal. Okay. Und hier ist nochmal ein Foto von der Jungfrau am Klavier. Ja, wirklich schönes Booklet, gefällt mir wirklich richtig gut gemacht. Okay, Freunde, das war das Album. Jetzt haben wir als nächstes die Demo-CD, das Ganze im Pappschuber. Das kennen wir ja nicht anders von den anderen Deluxe-Boxen. Das ist meistens immer so, dass die EPs oder die Zusatz-CDs im Pappschuber sind. Wir haben, ah ja, 12 Songs waren es insgesamt. Jetzt kann man die hier extrem schlecht lesen, aber das sind ja die Songs vom Album, wie gesagt, nur in der Demo-Version. So sieht die CD aus. Okay. Dann haben wir als nächstes, oh, eine Autogrammkarte von beiden unterschrieben. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Echt unterschrieben oder nur drauf gedruckt? Nein, echt unterschrieben. Sehr schön, sogar von Unheilig und ja, von Soteria. Also das ist ja wirklich mal cool, dass der Graf das mit unterschrieben hat. Coole Sache. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Dafür gibt es schon mal einen Pluspunkt. Gut, Autogrammkarte ist jetzt hinten unbedruckt. Eigentlich gefällt mir das besser, wenn es hinten unbedruckt ist. Aber ich will jetzt nicht meckern, denn beide haben original unterschrieben. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Fans freut das auf jeden Fall, wenn sie dann einfach ein Autogramm von ihren Idolen haben. Sehr schön. Also wirklich top. Dann haben wir jetzt die Postkarten. Unbesiegbar sein. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein Bild vom Grafen. Das ist, glaube ich, aus dem Video, aus dem Hallo Leben Song. Und hier jetzt nochmal dieses Bild, was mir vorhin so gut gefallen hat im Booklet. Sehr schön. Also die Postkarten. Und jetzt, Freunde, haben wir noch zum Schluss das Poster und dafür werde ich ganz kurz umbauen. Deswegen bis gleich. So, da haben wir das Poster einseitig bedruckt. Wir haben eine wirklich sehr gute Foto- und Druckqualität, gerade mit diesem Berg und dem Leuchtturm. Also wirklich sehr gute Fotoqualität. Hier oben sehen wir die beiden als Comicfiguren. Wirklich schönes Poster. Schön stabil, vor allen Dingen das Papier, also nicht zu leicht, sondern ein bisschen was Stabileres. Gefällt mir sehr gut. Okay, das war das Poster. So, Freunde, wir sind am Ende des Unboxings. Ich lege euch natürlich nochmal ganz kurz alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum Album Hallo Leben bekommt. Ihr bekommt das Poster, dann bekommt ihr 4 Postkarten, 2 mit dem Grafen als Comicfigur vorne drauf und 2 mit Soteria. Ich hoffe, ich spreche den Namen übrigens die ganze Zeit richtig aus, also falls ich jetzt jemand auf den Schlitz getreten fühlen sollte, es tut mir leid, Freunde, ich gebe mir schon Mühe. Soteria. So. Dann habt ihr außerdem eine Autogrammkarte drin, unterschrieben von beiden Interpreten. Das finde ich wirklich richtig cool. Als Fan freut man sich einfach davon, wenn man eine originale unterschriebene Autogrammkarte von seinen Lieblingskünstlern hat. Also das ist wirklich richtig cool. Und dass, wie gesagt, der Graf noch mit unterschrieben hat, das ist wirklich, ja, richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir natürlich noch die Demo-Version von 12 Songs mit hier dabei. Auch eine coole Sache. Und Freunde, dann natürlich das Album Hallo Leben mit insgesamt 17 Songs. Ja. Also, das alles bekommt ihr in der Box zum Album Hallo Leben. Eine wirklich gute Box, muss ich sagen. Vom Preis her ist das wirklich vollkommen okay, meiner Meinung nach. Also, es hätte vielleicht noch ein paar Aufkleber oder sowas sein können. Aber ansonsten kann man ja eigentlich wirklich nie viel meckern. Entschuldigung, jetzt wirklich auch nie wieder zu viel rummeckern. Also wirklich gute Box. CD werde ich mir jetzt natürlich dann gleich mal anhören. Das ist jetzt übrigens Sonntag 4:08 Uhr. Also, ich habe jetzt ja, so die halbe Nacht wieder aufgenommen für euch. Aber gut. Okay, werde ich mir dann, wie gesagt, kleiner anhören, das Album. Gute Box, kann ich euch eigentlich nur empfehlen. Hört euch auf jeden Fall den Song Hallo Leben an mit Unheilig. Wie gesagt, den Link dazu, Freunde, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zur CD und zur Box. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.